Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Don't Starve Together mit Maxim. Die Sucht. Wir sind wirklich süchtig. Also wir können seit Tagen eigentlich an nichts anderes mehr denken. Oh Gott, die Tür. Ich erinnere mich an die Tür, Alter, Maxim. Ja, die werde ich auf jeden Fall noch cool ausbauen. Can't get worse, I guess. In letzter Zeit sind wir sehr süchtig. Ich meine, das ist jetzt unsere zweite Aufnahmesession. Einfach weil wir ja noch ein bisschen dran gegangen hatten. Das ist jetzt bei euch Samstag. Bei uns ist nicht Samstag. Und ich habe, weißt du noch, was du machen wolltest? Ich wollte erstmal das hier zu Ende bauen. Also mein Plan ist eigentlich nur, dass wir ein bisschen mehr erkunden gehen. Ich habe das Gefühl, wir haben eine gewisse Stabilität. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass schlimme Dinge passieren. Ihr habt uns ja ein paar Sachen geschrieben so. Alter, und ich würde das auch so lassen, dass wir wenig wikien, sondern euch uns auf eure Kommentare so ein Stück weit verlassen. Das heißt, Johnny ist der Foodmaster. Ich habe übelsten Hunger. Also nicht übelsten Hunger, aber ich bin so halbhungrig. Ich habe nur noch wenig HP, möchte aber gerne in die Welt hinausziehen. Das klingt irgendwie nicht nach einer Kette, die zusammengehört, ne? Pass auf, und neue Dinge craften. Das bedeutet, ich wollte schon letztes Mal den Boomerang. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Für den Boomerang brauche ich Holzkohle, Bretter und Spinnennetze. Holzkohle werde ich, glaube ich, einfach unterwegs irgendwo machen. Ich packe einfach in so einen fucking Baum. Willst du mir helfen? Alter, ich bin halb tot, ne? Also ja, nee, dann lass mal, tot. Dann lass mal. Ja, du bist der mit Lifestyle. So, oh, da liegt noch was zu essen. Geil. Ja, der jetzt hast du es aufgehoben. Ist ja auch so, meins. Okay. Ja, es ist legit. Ja, viele haben uns zum Beispiel gesagt, dass man mit F angreift und das ist halt gerade übel für mich. Und ich wollte das sofort mal testen, weil ich glaube, ich kann die dann einfach kiten und töten. Aber das Problem ist, 4 ist halt eine Zahl, die mich einfach durchstunt, so. Und dann ist halt RIP. Oh, das ist ein Schwein. Wo? Das ist ein Schwein, das greift mich in der Base an. Oh nein. Okay. Und es rennt halt wirklich legit durchgehend. Okay, aber wir müssen... Okay, wir müssen gucken, dass das Ding muss da... Ja, geil, Mann! Kill die, du bist gut. Okay. Oh, der ist dumm. Oh, ja, der greift halt meinen Froschfreund an. Ja, lass ihn! Ich hab ihn. Geil. Die Frösche sind irgendwie anstrengend, als hast du deine Axt verloren. Ja, ich hab da einiges verloren. Ja, die müssen in der Wand stacken. Oh, die sind schlau. Okay. Wir müssen sie isolieren voneinander. Achtung, pass auf. Ich hab getroffen. Ich hab irgendwie kein richtiges Feedback, ob ich ihn treffe oder nicht. Okay, ich lock sie raus. Lock sie auch raus. Schön raus damit. Raus. Okay, ich bin fast tot. Maxim, raus. Okay, lebst du noch? Ja, ich hab sie so weit rausgelockt, aber ich hab echt... Wir müssen mal vielleicht was zum Heilen irgendwann machen. Ja, ich wollte ja gerade... Ich hab jetzt die ganzen Froschschenkel geholt. So, ich brate jetzt mir so einen Froschschenkel. Nee. Lass mich dir wieder was Richtiges damit machen. Das ist halt... Du verschwendest sonst Ressourcen des Todes. Aber hier ist schon gekochter Happen. Ja, dann gönn dir den. Boah, der war übel gut. Der hat sogar geheilt. So, okay. Also ihr merkt Stress. Johnny greift einfach wieder random an. Monsterfleisch? Das tue ich einfach auch mal rein, ne? Weil... Ja, bitte. Ich hab 13 Froschschenkel. Ich fahr halt auf fucking Rampage. Okay, ich möchte jetzt was übelst Geiles essen, aber was mich übelst heilt, okay? Okay, aber wir haben halt keine Bären und so, deswegen ist das gerade schwer für mich. Nee, Bären habe ich, sind hier. Also, da kannst du den Busch nehmen. Ich gehe kurz Bären jagen, okay? Ja. Weil ich glaube, der links unten müsste wieder fertig sein. Ja, und generell wurde uns halt auch gesagt, dass wir nicht so viel Schiss haben sollen in der Phase, dass man hier noch nichts braucht. Ich meine, das haben wir uns jetzt langsam auch gedacht, aber trotzdem. Ja, hier unten sind alle wieder... Nice, okay, dann warte ich auf dich, weil ich will nicht so viele Froschschenkel sinnlos verschwenden. Andererseits habe ich so viele davon. Achso, der Hasenbau war auch nochmal eine Überlegung, ne? Und viele haben gesagt, wir können irgendwie Beeren auch eindingsen, ne? Beeren auch eindingsen? Wie meinst du das? Irgendwie eingraben und ausgraben und so, wurde mir viel gesagt, sollte ich mal machen. Alter, der Hase, der ist schon gelb. Der war so lange in der Falle, dass er anfängt zu schimmeln. Ja, ist kein Problem. Müssen wir die Stöcke da übrigens düngen oder wachsen die auch nach? Die wachsen, was meinst du, die Dinger hier? Nördlichen Stöcke, ja. Die wollen Äste machen. Stöcke, das weiß ich nicht. Übrigens habe ich auch gehört, dass wir auch einfach den, was wollte ich denn sagen? Ich hab's völlig vergessen. Nevermind. Kein Fall. No pile for you. Was wollte ich denn sagen? Ach, fuck, ich muss ja... Bam. Haben wir noch Holz? Kannst du... Ich hole Holz. Ja, das wäre supi. Sonst schmeiße ich da gleich Bretter rein. Nein, nicht schon wieder die scheiß Bretter, Alter. Ja, komm, das war dein Panikanfall, ne? Sind wir mal ehrlich. Der Baum ist jetzt random verdorrt.
Wo verdorren die dann teilweise? Ah, oh, ich hätte die Grasrüstung anziehen sollen, Alter. Dann hätte ich gar nicht so viel Damage bekommen. So. Ja, mir wurde auch gesagt, dass wenn Essen richtig vergammelt, können wir mit der Fäulnis auch düngen. Das wäre halt auch nochmal. Das wäre halt auch richtig worth, weißt du? Mach doch mathematisch Sinn. Ja, Mathe ist ja hier generell sehr anscheinend. So, kannst du mit Holz kommen langsam, weil gleich wird halt Nacht, ne? So, hab ich jetzt ein Super Core-Dinger. Was ist eigentlich hier drin, Alter? Feuerstein, Blütenblätter, Honigfarbe noch eine, geil. Oder weißt du, was mache ich mal? Ich glaube, ich mache hier hin. So, ich hab dir Feuchtbaging gemacht, aber jetzt gib mir dein Ding. Ja. Mein was? Da in der Truhe ist. Lecker essen. Ah, das ist schon fertiges Essen. Kannst du ganz aus der Truhe essen? Geil, ich bräuchte aber irgendwas, was viel HP herstellt. Alter, das hat viel. Das war das Beste zum HP wiederherstellen. Nee, es gibt ja irgendwie Tränke, kann man ja auch machen. Achso, ja, gehört. Aber das gibt doch übel viel wieder, die Fleischbällchen. Hast du beide gefressen? Nur eins gefressen. Okay. Weil sonst würde ich Hunger übersteigen. Da nehme ich lieber die HP in Kauf. Ja. Ja, aber Hightech und so muss ja auch gehen. Ja, das ist ja echt. So, ich würde so auf jeden Fall nochmal ein bisschen was hier gemacht. Ja, ich nehme mal einen Fleischbällchen, nehme ich mal mit. So. Komm mal lieber hier ein bisschen zum Feuer, oder? Wo ist denn? Feuer habe ich ja noch. Okay. So, wir haben auch gesagt, dass man, es gibt übelst viele Mods und sowas gibt. Dass wir haben die Schweine überlebt. Können wir uns mal ein bisschen dafür feiern? Ja, aber die sind aber geiler gedodged und Steuerung F ist broken. Steuerung F ist völlig broken. Das hat mein komplettes Kampfsystem verändert. Weil der macht ja irgendwas. Na, der geht irgendwo hin und krass, dann eskaliert er. Das ist echt geil. Wir müssen, glaube ich, noch mehr von den Feldern pflanzen. Generell wurde uns jetzt auch gesagt, dass es Herbst, Winter, Sommer gibt. Und das macht mir noch richtig Sorgen. Weil das wird halt game-changing, wenn jetzt auf einmal irgendeine unserer Nahrungssachen weg sind. Deswegen, weißt du? Da habe ich richtig Schiss vor. Sag mal, solange wir noch nicht die Mauer erweitern müssen, weil ich habe auch gesehen, dass viele schräg gebaut haben. Also, aber was mich ein bisschen tiltet, ist immer noch, dass jetzt gerade die Sachen überhaupt in unsere Base kamen. So, das darf ja eigentlich nicht sein. Ne? Du hast halt getrollt mit dem Tor. Ja, das war wirklich kein guter Abschluss der letzten Folge. Also das musst du halt eigentlich fixen, weil dass die Schweine in unserer Base waren, war halt eigentlich ein Worst Case, ne? Ja. Dann machen wir es so. Ich baue jetzt schnell das Tor aus und dann gehe ich wieder auf Erkundungsfeld, damit wir hier eine gewisse Stabilität haben. Weil ich habe noch übelst die Steinmauern. Steinmauern mache ich immer so als Anlol. So als Zwischen Beschäftigung. Okay, aber ich habe jetzt gerade kein Ziel. Was war denn nochmal der Plan? Ich wollte mir eigentlich... Feuerbogen ging ja nicht. Boomerang machst du. Ich habe die ganzen goldenen Sachen, die ich haben wollte. Achso, ich wollte eigentlich noch mehr von meinen Feldern und sowas machen, ne? Das wäre halt geil. Warte mal, kann ich die ausgraben? Nee, kann ich nicht. Schade. Nein! Alter, das ist klar. Also mittlerweile kann ich die ganzen Sachen gar nicht, also so Frösche und so kann ich halt echt easy killen. Geil. Okay, ich hab jetzt hier Minas Tirith gebaut, okay? So, okay, das haben wir schon mal gemacht. HP. Ich habe nämlich irgendwas mit Trinken hier gesehen, aber das ich muss mich erstmal hier nochmal in der Menüführung zurechtfinden. So, ich muss jetzt mal überlegen, wie wir die Nahrung auch im Winter sichern, ne? Achso, übrigens kann man auch die Hasenfallen kann man auch auf den Dingern selber machen. Das ist halt auch übel geil. Äste haben wir auch fast gar nicht mehr, oder? Weil ich würde mir gerne so einen Speer machen. Nee, Äste haben wir fast gar nicht. Also die Äste wachsen auch nicht nach. Müssen wir die düngen vielleicht? Vielleicht ja, ne? Alter, hier ist gerade ein bisschen dunkel. Nahrung. Bienenkasten, kam. Bienenkasten kann halt... Nee, düngen muss man die nicht. Also, er muss, glaube ich, die jungen Bäume einfach killen. Ein bisschen der Plan. Ich weiß nicht, aber noch eine... Ich glaube, ich gehe mal wieder Dünger holen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir gerade machen können. Weil mit dem Dünger kann ich halt da noch mehr... Ich glaube, wir müssen halt wirklich die Farm spammen, glaube ich. Weißt du, da kommt ja immer so eine Frucht raus. Ja. Und ich glaube, davon brauchen wir halt einfach 1 Million. Ja,
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass wir das übertreiben müssen. Aber wir können hier theoretisch auch draußen aufbauen, also. Wenn wir draußen farmen, ist ja legit. Ja, aber da wird es garantiert einen Grund geben, warum man das nicht machen sollte. Alter, der Leertasten-Spam ist real. Aber ich habe echt keine Äste. Ich kann mir jetzt halt wirklich nicht mal eine Axt bauen. Also ich habe hier Äste, die ich gerade abfahre. Also hier sind ziemlich viele gespawnt. Ja, dann also bringe ich auf jeden Fall erstmal die Hasen mit, die wir hier haben. Ja, bitte. Und auch die neuen machen wieder. Achso, Karotten und sowas. Also irgendwie müssen wir das ja anbauen können. Ich würde das halt echt gerne mal testen, ob wir in diesem Beet nicht irgendwie noch was Sinnvolleres machen können, weißt du? Übrigens wurde mir auch gesagt, dass man auf Wegen schneller geht. Was ja auch Sinn macht. Aber was wir bis jetzt noch nicht so wirklich ausgenutzt haben, ne? Ach, ich Idiot, ich hatte schon wieder die. Ah, oh, ich bin echt dumm, ey. Hasen kann man halt echt legit nicht stapeln. Also ich tu die jetzt einfach nur in die Kiste rein, die Hasen. Ja, du kannst ja auch schon mal. Ach nee, tu die mal in die Kiste rein. Und guck mal, was wir für diesen Hasenstall brauchen. Da braucht man so, glaube ich, so einen Schwanz oder sowas von denen. Aber ja, das ist halt. Wie kommen wir an den Schwanz von denen ran, ne? Das ist halt die Abfrage. Ich weiß nicht, ob wir die einfach nur zerhacken können. Ich glaube, du legst den einfach hin und zerhackst den. Mit der Axt, oder? Ich glaube, da kommt immer eine Keule raus, glaube ich. Das hast du ja am Anfang ein paar Mal aus Versehen gemacht. Ja, es gibt doch so Schinkenkeule. Essen verwenden, um Essen zu machen. Aber da müssen wir erstmal jemanden schicken. Eine Katzenpeitsche. Also, ich habe jetzt übrigens 21 Zweige. Ja, ihr bringt die mal alle her. Ich kann mir ja, ich muss ja, ich bin ja gerade auf der Suche nach Dünger. So, eine Pickaxe habe ich noch. Weil ich nach Dünger suche, finde ich ja doch immer krass, ne? Das ist ja logisch. Oh, ich habe ein bisschen Hunger, ne? Ja, ich esse mal die Hackbällchen. Du kannst dir selber welche machen, oder? Ja, ich habe noch einmal Hackbällchen dabei. Das Problem ist, wir haben halt auch nicht genug Beeren und so, damit ich. Die Bärenproduktion ist eigentlich das Hauptproblem gerade, weil von den Fröschen kriege ich halt die ganze Zeit Fleisch, aber ich kann nicht so viele geile Gerichte machen, weil wir einfach nicht genug Hackbällchen haben. Alter, der Dünger liegt so nah an denen dran, ey. Ich hab richtig Schiss vor denen. Brauchen wir denn nochmal für die Pferde? Ich muss ja erstmal wieder die ganze Menüführung angucken. So, ich nehme auch ein bisschen Gras mit für unterwegs. Ja, was bringen denn auch die Dielen? Gefühl, dass die Schweine da nicht mehr in unserer Base spawnen, oder? Das ist vielleicht die Option gar nicht sein. So, also auf dem Weg ist man halt echt fucking fast, ne? Das hilft halt schon. Ups, das Chaos habe ich gar nicht fertig gemacht. Sorry, Leute. So, aber mit Sanity und so haben wir aktuell ja gar keine Probleme. Das ist halt auch super angenehm, ne? Ja, es wird ja bald wieder dunkel, also da musst du halt aufpassen. Ja, ich bin auch. Die Hasen verlieren übrigens ziemlich schnell ihre HP in der Kiste. Okay. Ich esse jetzt, glaube ich, die Jagdbällchen. Ich habe echt übelst Hunger, Junge. Ja, das kannst du auch machen. Ich muss halt echt legit. Hast du noch Holz zum herstellen. Feuer machen? Ja. Holz habe ich jetzt die ganze Zeit abgehackt. Nice. So. Wir brauchen ja gar nicht so viel. So. Aber ich will auf jeden Fall mehr erkunden und mehr neues Zeug in die Basis bringen. Und dann mit neuem Zeug coole, lustige Sachen. Ja, ich will halt am liebsten aber halt ein klares Ziel haben. Guck mal hier ist eine Möhre rausgekommen. Mehr nicht? Ja, aber deswegen brauchen wir davon ja tausende Dinger, weißt du? Ja. Dann feed uns mal noch ein bisschen. Ja, denk dann, also die Büsche würde ich. Ich überlege gerade, ob ich die anderen Büsche auch hierher bringe, weil hier diese Rebhühner spawnen daraus ja ab und zu nachts. Na, also wir müssen jetzt gleich drauf vorbereiten. Ich mache ja mal die Tür zu. Na, ist ja gleich Nacht. Und dann gehen wir zu den Büschen links von uns. Also hier in unserer Basis. Ja. Dann lassen wir die. So eine Vogelfalle würde ich auch übrigens gerne machen. Also wenn wir so ein Spinnnetz finden, ist, glaube ich, Vogelfallen bauen, wird das nur nichts Tragisches. Ja, aber das ist halt. Efernetz, Angel, wir können auch fischen. Alter, wir brauchen Spinnnetze, Alter. Wir müssen wirklich auf Spinnenkurs gehen. Okay. Wärmestein. Ja. Also ich baue jetzt mal gerade noch eine weitere Farm. Warte mal, wo könnte ich denn mal die Farm bauen? Hier irgendwo, ne? Nahrung, verbesserte Farbe. Ich brauche Steine. Hast du noch Steine? Ich habe, glaube ich, noch Feuersteine. Ah, hier sind noch Steine. Ja, ich hab Steine. Einfach mal einen leeren Feuerstein. Nahrung. Doch, hier habe ich auch noch Steine, ja. Nö, ich hab. So, jetzt ist die Frage, kann ich die Karotte hier. Nee, ich muss einfach nur Samen. Was musst du denn da jetzt reintun? Du musst jetzt Samen reintun, oder was? Ich gucke, aber ich hab mal.
Kannst du da mal mit gucken, ob du da mit einer Schaufel irgendwas machen kannst? Aber da, ich habe auch eine. Ich glaube, ich mache das dann kaputt, wenn ich hier mit der Schaufel was mache, oder? Nee, der läuft irgendwo hin. So, okay. Ich habe jetzt noch ein paar Bären. Gut, ich würde jetzt raiden gehen. Ich würde jetzt mal mir was zu essen machen. Und erstmal einfach irgendwo hinlaufen. Weil ich glaube, so die Standard. Achso, konntest du übrigens was aus der Birkennuss machen? Kann ich gleich mal testen, ja. Der Körper schon. Zu viel. Wir haben halt zu viele Hasen, Alter. Ja. Da würde ich mir ein kann, Essen mitnehmen. Nee, kannst du mal. Achso, ja, nee, nehmen wir ruhig mit. Aber ich koche gerade einfach nochmal eine Runde. Können wir. Wo ist denn die Birkennuss? Ah, die habe ich in die Kiste getan. Also Essen. Nee, kann ich nichts draus machen. Was macht denn die denn? Da kann ich die wahrscheinlich echt nur pflanzen, ne? Weil irgendeine. Wir könnten doch irgendwelche Nüsse braten auch. Aber das waren wieder irgendwelche komischen Sachen, nehme ich mal. Die Karotte will ich da halt echt nicht reintun, so. Die ist dafür eigentlich zu schade. Oh, das Monsterfleisch noch dazu. Okay, ja wo willst du. Also, das Ding ist halt für mich gerade so ein bisschen. Ich habe halt echt eine Frage, was wir mit den Karotten machen. Achso, und der Hasenstall. So, den Hasenstall, da brauchen wir ein Hasending dafür, ne? So, wo gab's denn den Hasenstall nochmal? Ich überlege auch gerade. Bei Strukturen, ne? Trockengestell ist halt auch nicht schlecht. Also es gibt halt so viele Sachen für Nahrung, Alter, das ist der Wahnsinn. Ja, aber ich brauchte ja doch. Hier, Schweinestall zum Schutz eines Schweines. Das war so ein riesiges Kaninchen. Aber das ist halt ein riesiges Kaninchen, das ist ja nicht mal normales. Ja, aber ich meine, das produziert dann wahrscheinlich durchgehend Kaninchen-Shit. Ich weiß halt nicht, ob wir uns da nicht eher irgendeinen Boss mit spawnen oder so. Egal, ich kill erstmal die Kaninchen noch weiterhin. Ja, und ich gucke jetzt erstmal, wo ich erkunden kann. So. Ich glaube, ich gehe nach Süden nochmal so ein bisschen steinemäßig was machen, okay? Hast du dir ein Essen übelsatt? Ich bin komplett satt. Ich bin satt, bin ich Max. Ich kann auch Samen zwischendurch essen. Wenn irgendwas Cooles auf dem Boden finde, dann esse ich das einfach. Okay. Also natürlich was irgendwas Nutzloses. Ja, bitte. Also keine Bären fressen, ne? Die sind halt super important für uns. Das ist halt echt Premium, ja. Dass wir gerade ein paar mehr Bären haben. Und gekochten Happen reinmachen. Diese ausgedörrte Bäume sind ja völlig lustig. Der Fluss ist ganz schön lang. Das ist verenden. Okay. Ich hole gleich nochmal mehr Dünger. Ich werde jetzt einfach Dünger farmen die nächsten 1000 Jahre. Das ist die beste Idee. Sollten wir übrigens gucken, dass wir die Tür immer zumachen, glaube ich. Weiß ja nicht, wie das hier ist mit den. Welchen Gegnern? Ich kann mir gut vorstellen, dass das eher unangenehm ist. Der Scheiße, also hier nach Osten laufen ist halt echt übelst begrenzt. Nach Osten. Bei der Ende der Map ist, oder was? Ja. Okay, warum habe ich dir jetzt eigentlich die ganzen Zweige gefarmt? Werkzeuge und sowas. Also das brauche ich halt. So, die Fäulnis kann ich mit der jetzt düngen. Düngen, ja, man kann mit Fäulnis düngen, Alter. Das ist halt Premium, Alter. Also ich habe jetzt unsere ganzen Sachen hier mal gedüngt. In der Hoffnung, dass es dadurch halt jetzt mega geil schnell geht. Ja, okay, also nach Osten laufen ist mega useless. Also eine Holzkohle und sowas. Das ist halt alles gerade. Zack. Was? Oh, na gut, komm. Aber die Setzlinge haben die. Ja. Kann man mit denen noch irgendwas machen? Also ich habe das Gefühl, die bewegen, die entwickeln sich nicht. Ja, ist auch mein Eindruck. Ich weiß nicht genau, wie wir. Also, nee, ich wüsste jetzt nicht, was wir da machen können. Frösche ziehen aber teilweise super schnell Aggro. Ja, ich kann gleich da nochmal ein paar frische Kehlen gehen. Bei Dämmerung gehen die aber wieder in ihren scheiß Teich rein. Ach, fuck ja. Okay, also nach Osten laufe ich auf jeden Fall nicht mehr. Das war ja übelster Time Waste. Denk an die Tür immer zuzumachen, ne? Das ist halt. Hey, ich war jetzt gar nicht Base. Ja, aber du, als du aus der Base raus bist, hast du sie offen gelassen. Ja, na gut, du warst ja noch drin. Ja, wenn ich da mit einem Monster drin bin, freue ich mich auch nicht. Das kann sein. Okay, ja, jetzt habe ich natürlich den Tag so ein bisschen gewastet. Ich hätte das eher so in der Nacht machen sollen. Was konnten wir mit Eis nochmal machen? Nichts, ne? Ja. Also ich konnte auf jeden Fall essen. Ich habe das Gefühl, man kann daraus auch was Leckeres machen. Achso, ja, dann kann ich mal. Eis hat sogar ordentlich geheilt. In den Schmortopf kann ich es halt mal hauen, ne? So, also ich habe übrigens in die rechte Truhe deine Zweige reingedonnert, ne? Und zwar
Echt viele. Ist gut. Hier ist nämlich noch übelst viel Lager-Shit. Ja, der Süden ist cool. Also damit kann man auf jeden Fall was machen. Was ist denn da noch? Das sind halt übelst viel Steine. Und Steine ist doch gleich eventuell ein bisschen Gold. Findet ihr hier noch nichts Gruseliges, Spinnennetzmäßiges? Das ist mich ganz schön aufregend, wenn ich ehrlich bin. Also da, man kann ja anscheinend daraus... Wir haben ja noch so Zaubersachen, ne? Die wir ja auch noch machen können. Ja, das kommt dann auch noch dazu auf jeden Fall, aber... Aber irgendwie noch nicht. Weil Peter ist bei uns auch ganz schön underused. Ja, aber das könnten wir ja nehmen. Also wir könnten ja Salpeter zum Beispiel zum Heizen benutzen, aber wir machen es ja einfach nicht. Weil wir so viel Holz haben, dass es egal ist. Let's get up, Bros. Ja, ich komme jetzt langsam. Noch ein bisschen Scheiße für mich. Danke, danke. Denkt dann jetzt immer die Samen aufzusammeln, ne? Wenn wir mehr Beete haben, sind die halt echt wichtig, dass wir da immer genug von haben. Also ganz normale nur noch 15 Samen? Ja, die packt man da rein. Und die... Aber auch deine, die Blätter da, ne, die immer vergammelt sind, jetzt überworfen, weil wir daraus Fäulnis kriegen und mit Fäulnis können wir düngen. Ja. Du kannst übrigens mal gucken, ob du so ein 0815-Ding da nicht düngen kannst, deine kleinen Kackstäbe da. Weißt du? Ja. Meine Kackstäbe? Ach so, ja, nee, das hab ich schon probiert. Also ich habe auch vor uns auch ein bisschen Fäulnis aufgesammelt und dann festgestellt, jo, bringt gar nichts. Oh shit. Du bist nicht in der Base, ne? Naja, aber hast du Feuer schon angemacht? Ja. Sehr gut. Ja. Ich überlege. Also, es wird ja echt noch Winter und so, ne? Das ist halt das Einzige, wofür ich aktuell Schiss hab. Ich hab dir übrigens was Gekochtes hingestellt gehabt, ne? Ja. Ja, ich hab noch ein bisschen zu viel. Viel Sattheit. Okay. Ich pflanze noch mal an. Hast du ein Stück Scheiße für mich? Das hast du beim Essen, ne? Was brauchst du denn? Die Fäulnis, ja. Fäulnis, immer. Fäulnis. Ah, jetzt hab ich's gegessen, ich bin dumm. Oh Mann, Maxim. Manchmal, ne? Rechtsklick ist halt hier viel zu... Viel ja, zu Rechtsklick drückt man halt einfach nicht. Ne? Es gibt eine einfache Regel. Ja, ich hab's gemacht. Ja, dass wir das ins Essen lagern. Ich frage mich, ob das irgendeinen Einfluss hat. Das wäre halt witzig, wenn... Hast du da jetzt Essen reingepackt? Nee. Nee, ich koch dir was. So, dann mache ich jetzt hier nochmal Beeren rein. Wo willst du die Samen hinhaben? Blätter willst du hier? Oh, Blätter, also, Samen habe ich einfach in meinem Inventar aktuell. Das ist halt super easy. Weil ich würde jetzt nämlich Folgendes machen. Ich würde die Blätter rausnehmen. Und aus den Blättern würde ich mir einen Kranz machen. Ah, da brauche ich 12. What the fuck? Aber Fäulnis ist halt auch wichtig, ne? Ne, Fäulnis sind da noch 8 Stück drin. Also da kannst du dich beruhigen. Die Samen tue ich auch mal ins Essen. Ins Essenlager. Können wir noch mehr Beeren holen? Kannst du... Ja, ich habe einen Strauch noch gefunden. Ich gehe nach Süden. Süden ist übel geil. Aber ich will erstmal noch was essen und dann gehe ich weiter nach Süden. Okay, warst du schon nördlich mehr? Nee, nördlich sind wir am Ende, ne? Nee, nördlich... Ja, wir müssen, wenn, dann brutal in Osten. Das nee, oben. Niemals ohne Seife waschen. Hier, westlich. Westnördlich. Warst du da schon über dem gelben Gebiet? Nee, da noch nicht. Also ich würde jetzt den Süden komplett 5000 Steine abpacken. Wir müssen halt echt mal uns Screenshots von den Minimaps schicken. Damit wir das abgleichen können. Es gibt gar nicht auch irgendeine Ingame-Möglichkeit, so, weißt du? So wie bei Ziff, wenn man erstmal Schrift lernen muss, bis man die Minimaps sich austauschen kann. Ich meine, es gibt ja auch noch dieses Wurmloch. Nee, es gibt einen Mod. Also die Leute haben gesagt, brauchst du für einen Mod. Es gibt irgendwie ist das Spiel so entspannt entwickelt, würde ich mal sagen. Na? Das heißt, du brauchst halt wirklich für jeden Shit ja, eher einen Mod anstatt irgendwas anderes. Okay, ich renne jetzt ganz nördlich. Unsere Suche sind Spinnen vor allem, ne? Spinnen und Gold ist aber auch noch relativ nice. Ah, hier ist der gigantische Bienenstock. Und ein normaler Bienenstock. Aber Bienen könnten wir halt auch nochmal... Ich meine, so einen Bienenstock könnten wir uns halt easy holen, ne? Ich meine, wir brauchen halt nur Die Frage ist, kommen wir easy an Honig? Also, ja, ich Honig meine, kriegen das wir easy. Mal muss, naja, wir mussten die schon so wegkalken. Oh, hier ist eine Höhle. Aber das Problem ist eher, für den Bienenstock brauchst du halt 4 Bienen, ne? Und ich weiß nicht, wie wir die Bienen fangen. Weil die werden ja wahrscheinlich nicht Bock haben, einfach mit uns zu kommen. Aber hier sind... Soll ich mal hier so eine Höhle kaputt machen? Ich habe so eine Höhle, wo 2 Augen rausgucken. Nee, mach das definitiv nicht. Da ist jemand drin. So, also wenn du es schaffst zu stimmen, was ist das? 1 Million Kilo. Hier sind so Pferde-Dinger. What the actual fuck? Ah, ich habe Spinnen.
Geil. Also nördlich von uns sind Spinnen. Aber nee, nordwestlich, ganz weit nördlich übrigens. Soll ich die kaputt machen? Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob du aus den Spinnen die Netze kriegst oder aus deren Lager. Weil das müssen wir dann wieder zu zweit mit Kiten und so machen, ne? Okay, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Hä, aber angeblich ist es ja noch Tag, aber mir ist schon gefährlich dunkel. Ich glaube, hier bin ich in einem dunkel. Bösen Gebiet. Bei mir wird doch gesagt, es gibt Höhlen, die kann man, da kann man die Löcher irgendwie mit der Schaufel bearbeiten. Und dann passiert Folgendes, du hast dann eine unterirdische Welt. Da wird zum Beispiel dann auch unser... Okay, Stein okay, 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 ich glaube, ich sterbe. Oh, what Nein, the fuck? Nein, bitte nicht, renn einfach mal weg. Okay, das war mehr als creepy. Okay, also wenn man Spinnen tötet, kommt Papaspinne. Achso, dann kommt Papaspinne nicht so gut raus, sagst du? Papaspinne ist eher tödlich. Puh, aber ich habe da oben ein Spinnennetz. Kann ich mit einem Spinnennetz schon was machen? Weil dann renne ich da jetzt wieder hin und versuche das zu... Ja, also aus einem kann man schon was machen. Ich glaube, aus einem kriegst du schon so einen Boomerang hin. Und ich habe das Gefühl, also ich hoffe, dass der Boomerang so ist, dass man den wirft, der zurückkommt und auf dem Weg dorthin Damage macht. So, der wird, ich meine, hier wird ja eh alles verbraucht, das ist halt also eh nicht perfekt. Okay, aber wir müssen uns jetzt langsam eine Taktik überlegen, wie wir Leben wiederherstellen. Ich glaube, es gibt Tränke. Wir müssen halt den Chemiebaukasten da mal ordentlich angucken. Da sind wir irgendwie so ein bisschen lazy. Ja, das stimmt. Holy shit, das war halt wirklich creepy. Hat jetzt die Biene von mir? Alter Schwede, Maxim hier oben. Oh! Was ist los? Also, das ist ein Haufen Bienen, Alter. Die sehen armut. Das Geräusch der Bienen ist halt allein schon übel toxisch. Okay, also nördlich geht auf jeden Fall einiges, aber da müssten wir zu zweit hin. Und wir brauchen dafür mehr Leben. Weil da oben ist halt wirklich Gazala. Da ist einfach nur tot, sagst du. Aber das ist geil, weil ich habe jetzt hier unten richtig viel Steine und Gold abgebaut. Ja, der Rucksack ist übrigens komplett busted. Ja, der Rucksack war bis jetzt die beste Investition. Was geht ab, Bros? Könnt ihr mal ein bisschen mehr scheißen, bitte? Aber jetzt muss ja noch eine Herde geben. Denke ich mal. Oh, das ist so geil, ich liebe dieses einfache Farm. Das ist einfach. Oh fuck, schon 27 Minuten. Leute, das war eine weitere Folge Don't Starve. Morgen geht's weiter bei mir und Montag dann wieder bei Maxim. Bis gleich.